ESD bietet den Rump Any Kernel an, mit dem man verschiedene Aufgaben in den User Space übergeben kann. Bruce Wayne hat eine großartige Tour herausgegeben, was er mit dieser Möglichkeit anstellen kann. Bitte Applaus für Bruce Wayne. Hello, I'm Bruce. Hallo, ich bin Bruce. Ihr kennt mich wahrscheinlich schon, aber ich werde mich trotzdem vorstellen. Ich bin kein Superheld mehr, jetzt arbeite ich in der IT, weil die Arbeit als Superheld ist ziemlich schwer. So, deswegen arbeite ich jetzt in der IT. Tagsüber bin ich Penetration Tester. Und abends arbeite ich in Open Source mit, unter anderem NetBSD, um die sicherer zu machen. Wie viele NetBSD-Leute sind denn hier? Wie viele Benutzer haben wir? Okay, ein paar. For the guys on the stream, für die Leute im Stream ist ein komplettes Zelt voll. I want to also tell that it's my first camp. Ich möchte noch And it's super cool. Festhalten, das ist das dritte Mal, dass ich hier bin und es ist ziemlich cool. People. Ich habe hier so viele nette Leute getroffen und ich möchte einen Applaus an euch geben für die ganzen Organisierer und für die Helfer. Ein volles Zelt applaudiert. Also, NetBSD. Es ist wie jedes andere Betriebssystem, aber besser. BSD, man könnte meinen, es steht für BSD, aber eigentlich steht es für besser. BSD arbeitet auf vielen Architekturen. Es kann auf vielen verschiedenen Sorten von Hardware benutzt werden, inklusive Atari. Und running on top of Amiga. And it's not just a kernel, it's a kernel. Es ist nicht nur ein Kernel, sondern ein ganzes Betriebssystem inklusive Userland. Und wir sind ziemlich Kathedrale und nicht Bazaar im Sinne von Stallman. Und wir reden jetzt über Rump-Kernels. Das ist unsere Implementierung von Any-Kernels. Meiner Ansicht nach ist das völlig unterbewertet als Feature in NetBSD und ich möchte euch jetzt davon überzeugen, dass es total cool ist. Deswegen möchte ich euch nochmal nahelegen, dass NetBSD das Richtige für euch ist, ganz insbesondere, wenn ihr auf Any-Kernel steht. Ilya von Sprundl talk about the BSD last year. Ich hoffe, ihr habt den Talk von Ilya von Sprundl letztes Jahr bei der DevCon gesehen habt über NetBSD. Er hat darüber geredet, ob alle BSDs gleich sind. Oder ging es um die Kernel-Vulnerabilities, die sie in den verschiedenen BSDs gefunden wurden und er hat die eine Übersicht darüber gegeben, ungefähr 60 Bugs, das sind doch mehr als wir gut finden, aber ein einziger Entwickler hat alle diese Defects einfach in der nächsten Nacht gefixt und das ist schon ein ziemlich gutes Ergebnis. Trotzdem sind wir noch nicht glücklich damit und deswegen wollen wir unsere Qualität weiter verbessern mit verschiedenen Innovationen, die wir jetzt hier machen. Viele verschiedene Sachen werden jetzt im Moment vorgeschlagen. Viele davon sind mit Fuzzing verbunden. Verschiedene Projekte werden unterstützt durch den Google Summer of Code, zum Beispiel Syscholar. Aber was ich euch jetzt zeigen möchte, ist, wie man den NetBSD-Kernel im User Space fassen kann. Things that led us to bugs in the kernel space. Verschiedene Dinge, die address sanitizer on top of kernel or undefined behavior. Wir hatten verschiedene Dinge, die sanitizer gefunden haben im Kernel und wir haben jetzt den wohl besten, saubersten Zustand von allen BSDs, die es auf der Welt gibt. Projects are ongoing.
viele verschiedene interessante Projekte, die immer noch voranschreiten. Also, was ist jetzt die wichtige Frage? Was ist das Logo von NetBSD? Richtig, die orange Flagge. Aber, was ich euch auch noch als Kleinigkeit erzählen wollte, wisst ihr, wer Proof ist? Any ideas? So, in fact, the irgendwie, habt ihr eine Idee? Julian Assange. Stellt sich raus, es ist Julian Assange. Er war der NetBSD-Entwickler 20 Jahre in der Vergangenheit und sein Code ist immer noch drin. Also wenn ihr SL Attach verwendet, dann habt ihr immer noch Julians Code in der Hand. Das heißt, das NetBSD-Logo sah bisher so aus, bis vor ein paar Jahren, und jetzt sieht es so aus. Wir tun jetzt mal so, als ob das Logo ein dieser Dämon ist mit einer Flagge in der Hand, weil das ist einfacher für mich, euch zu erklären, wie der RAM-Kernel funktioniert. Und jetzt tun wir mal so, als wäre das das Logo. Call this demon like, wir nennen den Dämon Robin. Robin. So the RAMP stands for the also RAMP steht für Runnable User Meta Programs, also ausführbare Benutzer Meta Programme. Ich habe keine Idee, was das bedeuten soll, aber deswegen habe ich beschlossen und habe mal die Anleitung genau gelesen und habe versucht, es zu verstehen. Und dann habe ich dieses Bild hier gemalt, um euch zu erklären, wie es funktioniert. Also was wir machen wollen ist, wir wollen NetBSD als Kernel zerlegen in verschiedene kleine Teilchen, die auf allen möglichen anderen laufen gelassen werden können. Und in unserem Fall heißt es, dass diese Teile auf Linux laufen können, sodass wir Dinge da verbessern, indem wir unsere Implementierung einschleusen. Und RAM-Kernel bedeutet eben, dass man diese Teile auf beliebigen anderen Sachen laufen lassen kann. Aus der architektonischen Sicht sieht es so aus. Es gibt eine sehr kleine Bibliothek, die RAMP heißt. Die gibt einem die Bausteine, die zum Beispiel das Filesystem oder Virtual Filesystem Zeug bereitstellt. Und es gibt eine kleine Zwischenschicht zwischen RAMP. Ich erinnere mich gerade nicht, wie es heißt, aber wenn man zum Beispiel den RAMP NetBSD Kernel auf einem User Space Programm laufen lassen soll, dann müssen wir den RAMP User so bereitstellen, dass es diese Bausteine gibt, sodass man den RAMP drauf laufen lassen kann. Du kannst es einfach vorstellen wie eine sehr leichtgewichtige virtuelle Maschine. Es ist nicht strikt richtig, aber mehr oder weniger. Und ich habe euch auch gesagt, man kann es auf im Prinzip beliebigen anderen Sachen laufen gelassen. Ihr könnt es auf Kernel Space laufen lassen, auf User Space, auf allen möglichen anderen, ist völlig egal. Und warum ist das jetzt super? Man kann zum Beispiel den TCP-IP-Stack oder irgendeinen beliebigen anderen Teil des Kernels im User Space laufen lassen. Ich zeige euch, warum das cool ist. Ich habe eine Demo dafür vorbereitet. Aber man kann auch Dinge im User Space debuggen, die eigentlich im Kernel liegen, was ziemlich heiß ist. Und das ist für Entwickler natürlich total wertvoll. I can speed up my development. Damit kann ich meine Entwicklung so viel beschleunigen, weil ich nicht jedes Mal neu booten muss und alles wiederherstellen. Habt ihr das schon mal probiert? Kernel debuggen, habt ihr das schon mal gemacht? Ah, ja. Wie findet ihr das? You have to set up. Yeah, it's a very complicated stuff. It's wirklich sehr kompliziert. Es macht keinen Spaß. Manchmal braucht man sogar noch einen seriellen Anschluss. Es ist echt nicht einfach.
give you, ich gebe euch dann mal auch noch eine Demo. Easy. And in fact you can also use the NetBSD ist es tatsächlich jetzt einfach. Und man kann dann sogar die Userland-Werkzeuge verwenden, um Sachen zu debuggen. Also die erste Demo wird sein, dass ich euch zeige, wie das Debuggen funktioniert. Sorry. Entschuldigung. Ups. Let me scale it. Schauen wir uns mal größer an. Scale mode. So the resolution has changed. Die Auflösung hat sich geändert. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Okay, so, ist das okay? Ja. Habt ihr jemals versucht, DDB zu benutzen? DDB ist Teil des Kernels, was ein Debugger ist. Man kommt dahin, indem man eine magische Tastensequenz drückt. Jetzt sind wir im Kernel Space, im Debugger. Aber es ist ein relativ einfacher Debugger. Viele Features gibt es hier nicht in diesem Debugger. Ein Userland-Debugger ist da schon ein bisschen schöner. Jetzt führe ich mal den RAM-Kernel auf Linux auf und zeige euch, wie man den NetBSD-Kernel im User-Space debuggen kann. So, I executed the RAM kernel here in the GE. Ich habe hier den RAM-Kernel ausgeführt in GDB. Connection on port number. Es hört jetzt auf dem Port 10.000. CTRL is just a tiny script. Weil RAM-Control nur so ein Skript ist. RAMP on server. Was eine TCP-Verbindung zum RAM-Server aufbaut. ICMP Protokoll. Und nehmen wir jetzt mal an, ich möchte das ICMP-Protokoll debuggen. Let's set a breakpoint for a function. Also setzen wir mal hier einen Breakpoint auf ICMP Input. Wisst ihr, was ICMP Input tut? Irgendwelche Ideen? Ja. Ja, genau. Ungefähr. Breakpoint. Also setzen wir mal hier einen Breakpoint. What do you think? How I can trigger that breakpoint? Wie denkt ihr, könnte ich den Breakpoint jetzt auslösen? Sorry. You have to scream because I can't hear you. Any ideas? Ping, yeah. So Ping, genau, ja. Wir setzen jetzt einen Ping zum RAM Kernel. So let's try to do it. Lass uns das jetzt mal versuchen. But first of all, I'm in DDB right here, so let's continue kernel here. Also ich bin erstmal hier in DDB, muss ich mal erst hier den Kernel weiterführen, ausführen. I'm not going to show you the details and talk about the details here because ich werde jetzt euch nicht die Details zeigen, weil ich euch bloß die Idee zeigen möchte, also den großen Kontext. Also senden wir mal bloß ein Paket. And as you can see, the breakpoint. Wie ihr sehen könnt, der Breakpoint wurde ausgelöst. And we can in very convenient und jetzt können wir relativ praktisch, wie jede andere Anwendung auch, den RAM-Kernel debuggen. Jetzt nutzen wir mal den Fakt aus, dass wir benutzen das jetzt, um einen Test zu schreiben. Zum Beispiel hier sehen wir im Test im User Space, ob unser Netzwerkstack richtig läuft. Network or the whole network configuration, so it's a really powerful tool. Hier können wir jetzt schauen, ob alles zusammen funktioniert mit User Space und allem. Eine andere Demo, die ich machen möchte, ist, wie man einen TCP-IP-Stack auf Linux drauflaufen lassen kann.
Man kann es machen, indem man bloß die NetBSD-Implementation, die im User Space läuft, dem Internet zeigt. Dann lassen wir auf einer anderen Maschine HTTPD laufen lassen, was dann die TCP-Connection bekommt. Pretty much, yeah. Habt ihr das verstanden? Ja, ziemlich. Ihr könnt mich jetzt fragen, warum ich das tun möchte. Keine Ahnung, aber es ist halt cool. Schauen wir mal, dass es funktioniert. Aber erstmal muss ich den Breakpoint löschen. So I don't break the demo. So let delete all breakpoints. Yeah. Where is my cursor? Wo ist mein Cursor? First of all, I need to als erstes configure, muss ich den TCP-IP-Stack konfigurieren, der dann im Linux-Kernel laufen wird, also auf dem Linux-Kernel laufen wird. Und brauchen wir einen Treiber, der uns das tun lässt, wird, der uns eine Tool-Device gibt, ein Tool-Device gibt, die wir dann dafür benutzen können. Dann lass mich mal Linux und den RAMP-Kernel konfigurieren. We're going to use RAMP ifconfig virt. Also nehmen wir mal RAMP ifconfig hier, um virt 0 zu erstellen. So we created the virt 0 device. Jetzt haben wir virt 0 erstellt. And we have to assign an IP here, so jetzt müssen wir hier noch eine IP-Adresse zuweisen. Netmask, what's your favorite Netzmaske, was ist eure Lieblingsnetzmaske? 24. So, whoops, sorry. 24, oh, hoppala. Break my demo, but let's see. Ich hoffe, das macht jetzt die Demo nicht kaputt. Configured. Jetzt sollte es konfiguriert sein. Yes, it is. So we should also set up the Linux part. Jetzt sollten wir auch noch den Linux-Teil aufsetzen. Right now on Linux, if config is no longer, auf Linux gibt es jetzt so ein verrücktes Programm. Ifconfig ist leider keine Option mehr. Ich hoffe, ihr helft mir jetzt. Ich hoffe, ihr werdet mir dabei helfen. Ja, schauen wir mal, ob Tool 0 da ist. Ja, Tool 0 ist da. Dann füge ich mal eine IP-Adresse hinzu. 24, yeah. And I have to, ja, genau. Interface up. Jetzt muss ich noch das Interface hochbringen. I remember it's IP set. Oh, sorry, link set. Ich glaube, es war IP set to 0 up. Was war falsch mit ifconfig? Ich habe keine Ahnung, aber aus irgendeinem Grund benutzen die coolen Kids jetzt IP. Jetzt haben wir wohl eine Verbindung, glaube ich. Versuchen wir es mal zu pingen. Ja, haben wir. Sehr gut. Was wir jetzt tun, was wir jetzt getan haben, war diesen rechten Teil zu konfigurieren. Und jetzt wollen wir HTTPD. Syscalls from box 1 to box 2 laufen lassen. Jetzt wollen wir HTTP laufen lassen, was geproxyte Verbindungen von der anderen Box übernimmt, über TCP. So, let's try to do it. Lass uns das mal versuchen. So, this is another box. On the left side I have a... Das ist eine andere Maschine. I have a box 2. On the right side links ist eine Maschine, rechts ist eine Maschine. As you can see, the NetBSD. Hier ist rechts ist NetBSD. With the HTTPD. That HTTPD is called. NetBSD hat bei standardmäßigen HTTPD. Das ist ein relativ einfacher Dämon. Minus B minus F minus I. Minus B minus F minus I. 9999. Ich höre auf Port 9999. Directory you want to serve to the internet. Welches Verzeichnis wollt ihr dem Internet zeigen, was auf einem NetBSD-Kernel läuft, über Linux drüber? Ja, wie wär's mit etc? Ziemlich Standard.
denke ich. But we should also do another thing. Aber wir sollten noch was anderes tun. Execute the HTTP daemon like this. Wenn wir den HTTP-Daemon jetzt so ausführen, dann nimmt es den normalen IP, den nativen IP-Stack. Das heißt, wir müssen hier noch was hinzufügen. User lib libramp hijack, so dass wir den Socket, das Socket-Zeugs hijacken, also umleiten zu dem anderen TCP-IP-Stack. Und ich möchte ETC servern, ausliefern. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Links HTTP. Links HTTP 10.0.0.1 Port Number 9999 Port. Welches Passwort möchtest du? SWD. Shadow won't work. It's gonna work, but there is no Shadow on in. Shadow funktioniert nicht. Weil es kein Shadow in der BSD-Welt. Wisst ihr, wie das die Datei in der BSD-Welt heißt? Master.passwd. Master.passwd. Yeah, so it works. Ja, es funktioniert. So, as you can see, it's pretty cool, but yeah, why we ja, also ihr seht, es funktioniert ziemlich cool. Warum haben wir das gemacht? Keine Ahnung. How we can apply the RAMP kernel. Jetzt zeige ich euch, wie man den RAMP kernel noch auf eine andere Art und Weise anwenden kann. Die coole Sache ist jetzt, dass wenn ich zum Beispiel mit dem Joker kämpfe, dann er will wahrscheinlich meinen TCP-IP-Stack versuchen zu knacken und er läuft im User-Space und ich habe nochmal eine ganz extra Schicht an Sicherheit dazu gekriegt. Vielleicht ist das der Grund, warum wir das machen. Und eine andere Sorte Fuzzing, die ihr vielleicht schon kennt, die ich euch nur mal kurz nochmal erzählen will. Es geht im Prinzip über die Ursprünge des Fuzzing, wie es erfunden wurde. Zum Beispiel der Professor Barton Miller hat zu Hause gearbeitet an seinem Computer und es war dunkel und stürmisch und der Sturm hat seine Kommandos durcheinander gewirbelt. Er hat festgestellt, dass die Mutationen haben dazu geführt, dass seine Programme abgestürzt sind. Und dann hat er sich überlegt, vielleicht ist es eine gute Idee, wenn ich das benutzen kann, um damit andere Programme zum Abstürzen zu kriegen. Also was würde man jetzt machen, wenn man Barton ist? Er hat einfach eine Hausaufgabe an seine Studenten rausgegeben und die haben sofort 50% aller existierenden Programme der Unix-Tools zum Abstürzen bekommen. Und 30 Jahre später ist Fuzzing jetzt endlich Mainstream. Und es gibt sehr viele verschiedene Geschmacksrichtungen davon. Also zum Beispiel dummes Fuzzing. Es funktioniert im Prinzip einfach zufällige Daten nehmen und schauen mal, was passiert. Wenn ihr in der Universität arbeitet oder in der Forschung, dann werdet ihr wahrscheinlich eher Feedback benutzen aus den Runs und dann dahingehend eure Eingabedaten anpassen. Und wahrscheinlich kennt ihr diesen Comic, aber ich weiß nicht, wer der Autor ist, aber es ist einfach so wahr. Dummes Fuzzing funktioniert einfach. Also seid euch niemals zu schade, die einfachen Dinge zu probieren, weil am Ende des Tages funktionieren sie einfach. Yeah, so to test, um das zu testen, in NetBSD haben wir FuzzRump kreiert. Das ist ein Fork von BuildRump, das uns
dass es auf jedem POSIX-kompatiblen System läuft. Und bei uns heißt es, dass es auch auf Ubuntu läuft. Und probiert auf keinen Fall irgendwelche anderen Plattformen, weil wahrscheinlich geht es einfach kaputt. Aber wenn ihr es portieren wollt, dann freuen wir uns, von euch Patches zu nehmen. Wir haben auch die Baseline anders gezogen, von 7 auf 9. Also das die minimale Anforderungen dafür. Die veröffentlichen wir, wenn es soweit ist, aber wir haben es gebranched, deswegen ist es egal. Das heißt, wir benutzen die neueste Version von Rump. Und wir haben jetzt auch AFL-Support. Welche Probleme haben wir dabei gefunden? Im Fall von Allocatern haben wir das Problem, dass viele Stellen im Kernel haben ein Muster gezeigt, bei dem sie einen großen Bereich im Speicher sich gesichert haben. Und wenn man einen Adressenbereiniger verwenden will, also einen Address Sanitizer, dann sieht er halt nicht, was passiert in diesem großen Chunk. Dann muss man etwas machen, dass sich die Anforderungen auf viele kleine Anforderungen verteilt, statt auf eine große. Damit erkennt man, dass etwas passiert zwischen diesen verschiedenen Bereichen. Und dann haben wir Dinge wie KMempool neu geschrieben. Und das Problem beim Rump-Kernel ist, dass wenn man die Replizierung verwendet, wenn man Rump dabei verwendet bei der Kompilation, dann muss man aufpassen, dass man die umbenannten Funktionen nicht mit den anderen sich überdecken. Rump nimmt, benennt alle Funktionen um in Funktionname-NS und der Sanitizer erkennt das nicht, dass das funktioniert. Was wir deswegen gemacht haben, ist, dass wir eine einfache Bibliothek geschrieben haben, die zum Beispiel memset statt rumms memset verwendet. Und das ist so einfach, wie ihr das vorhin gesehen habt, indem ihr das LT-Preload verwendet mit der Hijack-SO. Was wir jetzt suchen, sind Löcher. Die sind einfach andere. Kernel ist einfach ein ganz anderes Programm als ein normales User-Space-Programm. Wenn wir einen Leak haben in einem Kernel, dass der Benutzer auslösen kann, dann kann es passieren, dass wenn man das Leak ausnutzt, dass dann einfach der Kernel stehen bleibt. Das ist natürlich ziemlich gefährlich. Und wenn man jetzt Rump benutzt, dann kann man das andere Sanitizer-Feature benutzen, das heißt LibSanitizer. Damit kann man dann diese Speicherleaks finden. Und jetzt möchte ich euch den dummen Use Case für diesen Rump-Kernel zeigen. Dieses Projekt habe ich 2-3 Jahre her angefangen, das zu machen, und das war mein erster Ansatz, den Kernel zu fuzzen. Ich habe einen sehr einfachen Fuzzer kreiert, der so aussieht. Ich zeige euch jetzt mal die Konfigurationsdatei dafür. Ich habe im Prinzip nur die Prototypen der System Calls, die es in NetBSD gibt, hier bereitgestellt. Das ist ziemlich einfach. Ich nehme copy-paste einfach die Prototypen aus dem Code und das ist es dann auch schon. Und dank dem Minerva Lib Fuzzer hatte ich einen Fuzzer in 5 Minuten. Und jetzt kann man das so benutzen. Oh, sorry. Let's try with 10 iterations. Probieren wir es mal mit 10 Iterationen. So it simply calls the random functions. Also es ruft einfach zufällig Funktionen mit zufälligen Argumenten auf. Und wir haben schon sofort
einen Satz Defects gefunden, was ziemlich peinlich ist eigentlich, weil wir sollten keine simplen Fehler wie diese mehr haben. Aber wenn wir den Address Sanitizer verwenden, dann finden wir Probleme, die nicht zwingend zum Beispiel eine Kernel Panic auslösen, die relativ harmlos sind, aber die halt trotzdem Fehler sind. Maybe here, yeah. I have here in hier habe ich ein Beispiel, Report, den ich von dieser Fuzzing-Session erzeugt habe. Nehmen wir den mal. Also wir haben zum Beispiel hier diese Fehler gefunden vor 2 Jahren. Die wurden alle gefixt, aber dann habe ich 2 Jahre Pause gemacht und jetzt wollte ich rausfinden, ob ich AFL auf RUMP verwenden kann. Und es war schwierig, das zu compilen, aber ich habe es hingekriekt mit AFL Clang. Und jetzt will ich euch zeigen, wie einfach das ist, NetBSD mit AFL zu fassen. Also wenn ihr das machen wollt, dann nutzt ihr den Clients. For now, I will show you the FFS example, which ich zeige euch mal das FFS-Beispiel. Das ist nur ein Dateisystem, ein einfaches. Simply we are mounting the wir mounten hier eine Datei, die als Argument der Funktion übergeben wird, oder beziehungsweise des Servers. Das sind einfach nur 15 Zeilen Code und das können wir dann in AFL laufen lassen und dann finden wir auch schon Fehler. Ich muss mich hier einmal einloggen. Ich zeige euch mal den Fehler, den wir hier gefunden haben in X2. Ja, ja, I know, thank you. So, in order to um das mount the crash in den Crash jetzt zu mounten, müsst ihr das Argument so angeben, das ist in gewissermaßen ein Loop. Linux World. Das ist in der Linux-Welt. Und jetzt mounten wir das als X2FS. Was denkt ihr, was jetzt passiert? Ja, es crasht. So it crashed and it was found thanks to 15%. Wir haben das nur gefunden wegen 15 Zeilen Code in AFL. Das ist einen Teilen durch Null. But in fact, in X2FS, um das auszunutzen, müsste man schon root sein. Also ist es relativ harmlos. Deswegen zeige ich es euch. And we also decided that deswegen, wir haben dann entschieden, dass das Dateisystemzeug ein Bereich ist, in dem wir viele Probleme finden werden, weil wenn man ein unbekanntes Image mountet, dann sind wir am Ende des Tages auch irgendwie aus der Verantwortung entlassen. Wir haben uns überlegt, dass Fuzzing beim Netzwerk noch viel interessanter wäre. Und unser erster Ansatz war, Justin Ross's Sockets im Kernel verwenden. Aber wir wussten nie so genau, wann ein Paket vom Kernel behandelt wird oder nicht. Also zum Beispiel, wenn man ein IP-Paket an den NetBSD-Kernel schickt, dann wird es durch einen Soft-IRQ behandelt und dann weiß man nie so genau, wann es fertig ist. Deswegen, das ist ein anderes cooles Feature, das aus Sicht der Applikation man im Prinzip jede beliebige Kernel-Funktion aufrufen kann, was ziemlich cool ist, aber irgendwie missbrauchen wir das auch an der Stelle. Ich zeige euch mal, wie das antworten wird. Gehen wir mal zurück zu den Terminals. We have here program called NetIn. Hier haben wir ein NetInput-Programm. Is a program that NetInput ist ein Programm, was
Paket von Standard Input liest und es in den Netzwerkstack wirft. FuzzRamp IP Input and we implemented the function in our kernel. I will show you. Wir haben jetzt einfach eine Funktion dafür in Kernel implementiert. Sysnet input. IP Input. FuzzRamp. So yeah, here we have implementation of the function that feeds the. Hier haben wir die Implementation der Funktion, was den Netzwerkstack füttert. Und das tut einfach hier die Daten in den M-Buffer, tut das in die Funktion. Pretend like we are the software input, but und dann haben wir uns noch, haben wir noch so getan, als wären wir der Interrupt. Was denkt ihr, wie viele Bugs haben wir bisher gefunden? What about the checksums and stuff? Aber wie ist das mit den Checksums, solltet ihr mich fragen. Was passiert, wenn du Pakete mutierst? Dann kommen da doch ungültige Pakete raus. Ich habe euch hier gezeigt, wir machen das auf dem Loopback-Gerät, da sind Checksum deaktiviert. Was denkt ihr, wie viele Bugs haben wir gefunden? 20. Any other ideas? So, we have found nothing. Nothing here. Wir haben nichts gefunden. Pretty cool. As a developer, I'm really proud of it. As a bug hunter, I'm pretty sad about it. Als Fuzzer bin ich ziemlich unglücklich darüber. Aber das ist nicht so, als wäre unser Aufwand nutzlos gewesen sein. Denn wir haben jetzt haben wir eine Testsuite, die ziemlich viele Branches von unserem Netzwerkcode besucht. Und es ist tatsächlich keine große Überraschung gewesen, weil wenn ihr irgendeine Box ans Internet anschließt, irgendeine Maschine ans Internet anschließt, dann kommen da jede Menge schwachsinnige Pakete an. Irgendjemand, der dich scannt und so weiter. Das ist also nicht so eine große Überraschung. Aber es ist trotzdem ganz nett. Wir haben NetBSD in den User Space getan, können AFL benutzen. Außerdem wollen wir noch weitere Treiber uns anschauen, zum Beispiel den WLAN-Stack, den Bluetooth-Stack. Wenn ihr uns helfen wollt, dann würden wir uns sehr darüber freuen. Wir können das auch versuchen, mit OSS-Fuzz von Google zu integrieren. Wir können uns die Berichte dann von denen anschauen. Ich weiß auch, dass andere Betriebssysteme sowas Ähnliches haben, so wie Linux zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das dann so funktioniert oder nicht. Es gibt dort libOS von Linux. Habt ihr das schon mal benutzt? Nicht wirklich. Ich glaube aber, das ist nicht so fortgeschritten wie RAMS-Zeugs. You can work on it. Vielleicht könnt ihr daran arbeiten. Ich möchte an der Stelle noch ganz vielen Leuten danken, nämlich zum Beispiel Puka. Und habt ihr noch Fragen? Great. So if you have questions, we have a microphone angel standing over there. We have a. Für Fragen haben wir dort drüben Mikrofonengel und einen Mikrofonengel da drüben und vielleicht haben wir auch Fragen aus dem Internet für Batman. Keine Fragen aus dem Internet für Batman. Hier haben wir aber eine Frage. Vielen Dank für den schönen Vortrag. Soweit ich es verstanden habe,
Ist dein Programm, hat dein Projekt angefangen, bevor Syscholar BSD unterstützt hat? Ja, Syscholar wurde erst letztes Jahr implementiert im Google Summer of Code. Ich habe mein Projekt 2017 gestartet. Aber meine Freizeit ist... Ich habe nicht viel Freizeit. Egal, es ist ziemlich toll. Vielen Dank für deine Arbeit. Wie würdest du deinen Ansatz mit nativem Fuzzing in virtuellen Maschinen oder so vergleichen? Nun ja, zurzeit gibt es da so einen Blogpost auf dem NetBSD-Blog über Fuzzing von Dateisystemen mittels AFL und Kakov, was so ein Kernel-Coverage Kernel-Coverage-Tool ist, was so ein Gerät exposed im DevTree. Und da kann man sehen, welche Funktionen aufgerufen worden sind. Die Person, die diesen Blog geschrieben hat, die hat irgendwie 40 Ausführungen pro Sekunde geschafft. Und mit unserem Ansatz können wir irgendwie ein paar hundert Tests pro Sekunde laufen lassen. Für den Netzwerk-Stuff-Zeugs können wir sogar 10.000 Pakete pro Sekunde injecten. Das Problem gerade ist, dass es hauptsächlich mein Hobbyprojekt ist. Das Problem ist, also ihr könnt den Kakov-Zeugs auf dem Jump-Run-Kernel ausführen, also man kann die Coverage relativ einfach kriegen. Dann kann man AFL drauf ausführen und schauen, was für Branches ausgeführt werden und welche nicht. Und dann kann man die Test-Cases für diese Branches in den Korpus tun und AFL wieder laufen lassen. Aber klar, das dauert und das ist nicht besonders spannend. Also wenn ihr uns helfen wollt, wenn du uns helfen möchtest, bitte. Ich würde darüber mich sehr freuen. Noch eine kleine Frage über das Netzwerk. Gibt es irgendwie eine Beschreibung für die Protokolle, die gefasst worden sind? Nein. Ich habe Tests genommen von Honkfuzz. Implemented pretty much same thing for Linux. Hab das gleiche implementiert für Linux. Die haben schon einen großen Korpus von Paketen und ich habe einfach diesen genommen und geschaut, wie das mit NetBSD funktioniert. Last one. Okay. And then we have to ask the internet if there's any internet questions. So this is your last one. Das ist jetzt deine letzte Frage. Under root. Wie ich das verstehe, ist fast so mit root. Ja, es ist nicht so. Ist eigentlich egal, ob es jetzt als root läuft oder nicht. Wir können Rump auch als normalen Benutzer ausführen lassen. Aber das Problem ist, wenn man irgendwelche Dinge wie das Word-Interface benutzen möchte, dann braucht man dafür doch Admin-Rechte. Und die Demo zeigt jetzt natürlich Super-User, weil ich ein Superheld bin. Gibt es noch irgendwelche Fragen von dem Internet? Keine, dann noch eine letzte Anforderung an uns hier. Applaus bitte.